Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Haare hier reingehen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir gedacht, bei der aktuellen Situation, wenn alle zu Hause sind, dann mache ich mal ein Video, wo man nur labert. Ihr könnt euch ja auch einfach einen Tee schnappen und zuhören, wie ich euch meine Reitgeschichte erzähle. Also erzähle, wie ich zum Pferd gekommen bin. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle gesund und lasst euch jetzt einfach ein bisschen berieseln. Meine Reitgeschichte beginnt schon als Baby und da hat man schon ganz, ganz früh meine Pferdeliebe gemerkt. Und zwar hat meine Mutter mich aufs Pferd gesetzt, dann war ich glücklich und sobald sie mich runtergenommen hat, habe ich angefangen zu weinen. Und ja, dann ging das Ganze nicht so schön weiter, weil wie ich dann zum Reiten kam, ist nicht ganz so toll. Und zwar war es so, dass ich mit einem Jahr noch nicht angefangen habe zu laufen und dann ist meine Mutter mit mir zum Arzt gegangen und hat herausgefunden, also dann hat sie die Diagnose bekommen, dass ich eine Muskelschwäche habe und niemals, also eventuell niemals laufen lernen kann. Und dann war meine Mutter natürlich sehr, sehr am Boden zerstört und traurig. Und ja, wenn man so eine Information bekommt, ist man natürlich total fertig. Und dann hat sie sich gedacht, okay, wenn sie nicht laufen kann, dann soll sie wenigstens reiten können. Und hat mir so mein erstes Pony gekauft. Das war Ria. Die seht ihr jetzt. Ich blende mal ein Bild ein. Und ja, Ria hatten wir auch noch bis vor kurzem, also bis vor, ich glaube, 2 Jahren. Und da mussten wir sie eben aufgrund ihres Alters einschläfern lassen. Und ja, durch sie habe ich dann einfach das Laufen so ein bisschen gelernt. Also einfach, man kann natürlich nicht sagen, ob es wirklich dadurch war. Aber ich habe auf jeden Fall durch diese Bewegung und durch die Kraft, die ich damit vielleicht bekommen habe, ja, bin ich dann mit 2 Jahren gelaufen, also ein Jahr später als alle anderen. Aber konnte dann ganz normal laufen lernen und habe jetzt auch gar keine Einschränkungen oder irgendwas. Also ja, danke an Ria. Und ja, da fand dann auch die Reitschule von meiner Mutter ihren Anfang, denn sie hat, ja, dadurch, dass ich eben nicht reiten konnte jeden Tag als Baby, hat sie immer Nachbarskinder mit zum Stall genommen und hat sie so ein bisschen reiten lassen. Und so entstand dann auch die Reitschule von meiner Mutter. Dann bekamen wir relativ schnell Chanel dazu. Die war damals noch sehr, sehr wild und 6 Jahre alt, glaube ich. Mittlerweile ist sie das liebste Pferd der Welt. Vielleicht kennt ihr sie aus ein paar Videos. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal gezeigt habe. Auf jeden Fall ist sie das allerbeste Shetty, was wir haben. Sie ist die allerbeste. Sie hat schon so vielen Kindern das Reiten beigebracht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und genau, die habe ich damals mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Auf jeden Fall haben wir sie, als sie 6 war, bekommen. Und die war dann auch mein erstes Turnierpony. Also mit der habe ich dann die ersten erste Führzügelklassen geritten. Und bei meinem ersten Führzügel war ich 3. Okay, das heißt, davor haben wir sie bekommen. Und bei meinem ersten Führzügel war ich 3 und habe da gar nicht mit Sattel geritten, sondern mit Gurt, weil ich das noch gar nicht mit Sattel konnte. Aber Hauptsache schon mal Turnierreiten. Genau. Chanel haben wir auch immer noch und ab da war ich dann einfach jeden Tag mit im Stall, weil Mamas Reitschule sich dann ja auch so langsam aufgebaut hat und dann habe ich auch so ein paar Reitstunden angeführt und eigentlich jeden Nachmittag mehrere Stunden geritten oder im Stall gewesen und habe dann auch relativ früh, ich weiß gar nicht, das gibt es jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr, also so wird es auf jeden Fall nicht mehr genannt, aber ein paar kennen das vielleicht von euch. Das kleine und große Hufeisen habe ich schon sehr, sehr früh machen können, weil ich eben schon in der Karre sozusagen die ganze Theorie und alles mitbekommen habe. Und dadurch konnte ich das halt, und dadurch, dass ich halt auch so viel geritten bin, konnte ich einfach relativ schnell schon die Hufeisen machen. Da war ich schon sehr, sehr stolz drauf damals. Dann, ich schätze, so mit 7, 8 bekam ich mein Pony Maiglöckchen. Das war das erste Pony, was so ein bisschen sportlicher war. Das war auch noch ein Chatty. Aber die war einfach so ein bisschen feiner im ganzen Handling, war auch feiner gebaut. Und mit der habe ich dann die ersten Reitwettbewerbe geritten. Und ja, sie war auch einfach insgesamt etwas sportlicher. Deswegen haben wir ihr dann auch, was auch sehr untypisch ist für ein Chatty, haben wir ihr die Mähne auch kurz geschnitten. Wo jetzt bestimmt welche schreien werden und sagen, nein, ihr könnt doch nicht im Chatty die Mähne kurz schneiden. Aber wir wollten sie halt auch wie so ein, ja, wie so ein Turnierpony einflechten und dafür musste dann die Mähne dran glauben. Außerdem hatte sie auch so ganz kleine Hufeisen und wenn ich mit ihr auf Turnier war,
fahren die Leute immer hin und weg und meinen, oh mein Gott, das kleine Chatty hat auch noch Hufeisen, das weiß ich noch. Und ja, die war eben etwas flotter und sportlicher und somit eigentlich nicht geeignet für unsere Reitschule und dafür habe ich sie dann bekommen. Und für mich war sie einfach perfekt. Ich bin auch andauernd von ihr runtergefallen, weil sie eben so flott war und die hat sich auch mit Absicht ganz oft erschrocken. Also ich wusste schon, okay, wenn ich an der Ecke gleich vorbeireite, dann wird sie losrennen und das hat sie dann auch immer gemacht und ich bin dann andauernd runtergefallen. Habe es dann meiner Mutter auch ganz oft schon nicht mehr gesagt, weil mir das ein bisschen peinlich war und ich auch nicht ja, ihr das immer erzählen wollte. Und dann hat meine Mutter das immer nur gemerkt, dadurch, dass ich Dreck am Helm oder hinten an der Jacke hatte und meinte dann so, Lilly, bist du runtergefallen? Und ich so, nein, ich bin nicht runtergefallen. Und sie so, Lilly, warum hast du da was? Und dann so, ups. Ja, das war Maiglöckchen. Mit Maiglöckchen, die hatten wir noch ein paar Jahre in der Reitschule. Aber die war einfach nicht so richtig dafür geeignet, wie ich schon gesagt habe. Die war einfach etwas feiner und somit war sie für die kleinen Kinder eigentlich nicht geeignet. Für die großen war sie zu fein, weil sie einfach relativ schmal auch gebaut war. Und ja, sie mochte das auch nicht mit den wechselnden Reitern. Und auch körperlich hat sie das irgendwie, also die hat dann andauernd so Gurtstellen bekommen. Also die mochte das einfach nicht so gerne in der Reitschule. Deshalb haben wir sie dann später zur Verfügung gestellt. Als ich etwa 10 war, bekam ich Sarah. Die wurde uns zur Verfügung gestellt von Dressurreitern. Und Sarah war 1,37 groß und damit für mich mit 10 noch sehr groß. Also ich war sehr, sehr klein und schmal für mein Alter. Und ja, eigentlich war Sarah auch gar kein richtiges Kinderpony. Die konnte zwar super viel, also die konnte eigentlich alle M-Lektionen. War also eigentlich ein super Pony, aber die war einfach saustark. Also die hat immer nach unten gepullt, wenn ich geritten bin und auch nicht nur bei mir. Also die war wirklich nicht so einfach zu reiten, war relativ rennig und heiß in der Dressur, wenn man stehen wollte. Die konnte gar nicht auf einer Stelle stehen lange, weil sie einfach so heiß war. Und ja, da hatte ich dann auch eine Zeit lang nicht mehr so viel Lust, weil sie echt so an war immer und die war nicht gefährlich, also die hat mich nicht runtergeschmissen, aber sie war halt einfach richtig stark, hat andauernd so doll geruckt, dass ich immer Nackenschmerzen hatte. Also die hatte einfach immer so die Zügel rausgerissen und ja, war eben einfach nicht so ein typisches Kinderpony. Aber da ich wusste, dass wenn ich sage, dass ich keine Lust mehr habe, wenn ich das nur mit einem Wort gesagt hätte, hätte Mama die sofort zurückgegeben und deshalb habe ich das dann einfach nicht gesagt und habe einfach die Zähne mit Zähne zusammengebissen und einfach weitergemacht. Und auch noch ganz witzig war bei ihr, dass ich, als ich sie bekommen habe, war ich ja 10 und meine Mutter hat dann gerade meinen kleinen Bruder bekommen. Und dann das erste halbe Jahr konnte sie natürlich nicht so viel mit in den Stall, aber ich war halt noch zu klein, um den Sattel, oder zu schwach auf jeden Fall, um den Sattel auf dieses Pony rauf zu bekommen. Und dann habe ich immer ohne Sattel geritten, ungefähr ein halbes Jahr lang, weil meine Mutter ja einfach ein halbes Jahr ungefähr nicht im Stall war. Und ich bin dann einfach immer ohne Sattel geritten, weil ich auch zu schüchtern war, einfach um die Leute im Stall zu fragen, ob sie mir den Sattel raufpacken können. Und ja, dann bin ich da einfach ein halbes Jahr lang ohne Sattel rumgeschrubbt. Sarah war, wie gesagt, für die Dressur einfach zu heiß. Also ich bin zwar ein paar Reiterwettbewerbe mit ihr geritten, aber und ich konnte sie auch einfach ganz normal durchs Genick reiten, auch ohne Ausbinder und so, aber die war einfach so heiß, dass schon bei einer E-Dressur wäre die einfach schon beim Halten. Ja, die schon die ganze Zeit seitwärts getänzelt, die war einfach wirklich sehr heiß. Und dann haben wir uns entschieden, sie zu springen und bin dann auch so ein paar E- und A-Springen mit ihr geritten. Na, wobei A-Springen bin ich nur eins geritten, also E-Springen mit ihr geritten. Hatte da auch nicht so viel Kontrolle, also da war sie natürlich auch viel zu schnell. Hatte da so ein paar Mal, haben wir schon eine Platzierung abbekommen, aber jetzt nicht irgendwie wirklich erfolgreich. Ich glaube, die beste Platzierung war ein dritter Platz, also jetzt nicht groß erfolgreich, aber wir waren ganz zufrieden mit ihr und ganz glücklich. Und ich weiß noch, vor meinem ersten A-Spring hat meine Mutter, weil das Pony war ja nur 1,37 und vor meinem ersten A-Spring hat meine Mutter gesagt, ja, wenn du das traust dich, dann kriegst du einen Springsattel, weil ich bin immer in so einem Dressur-Vielseitigkeitssattel geritten, also einfach so ein, eher so ein Dressursattel. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn du dich dein erstes A-Spring traust, dann kriegst du ein Springsattel, ein Braun. Und ich so, okay, dann traue ich mich das jetzt. Bin da rüber geritten, war auch fehlerfrei, aber natürlich wieder viel zu schnell.
Und ja, dann hat meine Mutter gesagt, okay, jetzt kriegst du den Springsattel, ist in die Sattelkammer von uns gegangen, hat da so einen 30 Jahre alten Sattel rausgesucht, der halt eh schon uns gehörte und der auch knallhart war. Ihr wisst bestimmt, wie hart solche alten Sättel sind. Und ja, den habe ich dann bekommen für mein erstes A-Springen. Meinte sie, ja, hier ist der Sattel. Und ich so, ja, okay, vielen Dank. Aber ja, das war mein erster Springsattel, den ich bekommen habe. Und ja, als ich dann zu groß für Sarah wurde, da habe ich sie dann, also unter Tränen natürlich, wie das immer so ist, haben wir sie dann zu den Besitzern zurückgegeben. Mittlerweile lebt sie auch leider nicht mehr, weil sie irgendwann Hufrehe bekommen hat, wie das einfach leider bei sehr vielen Ponys so ist. Aber ja, das war meine Zeit mit Sarah Lee. Als wir sie zurückgegeben haben, war ich, glaube ich, 12. Während meiner Zeit mit Sarah haben wir auch noch eine kleine Ponystute namens Merle gekauft. Also wir haben sie dann Merle Made in Germany genannt und haben die ausgebildet und eingeritten und die ersten Turniere geritten. Und die war wunderschön. Also ich blende euch mal hier ein Bild ein. Die war einfach so, so schön. Hatte es teilweise auch faustdick hinter den Ohren. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich immer, wenn ich auf meine Reitlehrerin gewartet habe, und meine Mutter dann aus der Reithalle rausgegangen ist. Sobald sie weg war, wusste ich, die erschreckt sich gleich und schmeißt mich runter. Und ich bin auch echt oft von der runtergeflogen dann. Aber sehr süß und wirklich wunderschön. Ganz weiche Gänge, ganz weich zu sitzen. Und die haben wir dann in eine Familie mit 4 Kindern, also ich glaube 4 Mädchen waren das, verkauft. So, dass da echt einiges an Kindern nachkam, dass die nicht weiterverkauft wird. Und ja, das war Merle. Und von Merles Geld haben wir tatsächlich dann meinen echten Springsattel gekauft, den ich jetzt auch immer noch habe, also einen richtigen guten Springsattel, auch braun. Genau. Außerdem hatte ich teilweise noch die Chance, zum Beispiel diesen 4-jährigen Reitpony-Hengst hier mitzureiten. Den fand ich auch super cool. Und so habe ich einfach von ganz vielen Pferden was mitnehmen können. Und ja, das war jetzt allgemein meine Pony-Pony-Zeit, also meine, ich sag mal, Wald- und Wiesen ohne Sattelzeit. Ich konnte einfach wirklich, bis ich 13 war, durfte ich machen, was ich wollte, hatte nie irgendwie strengen Unterricht, bin ganz, ganz viel über Felder galoppiert mit meinen Freunden, bin ohne Sattel runtergeflogen. Ja, haben einfach irgendwelchen Mist gebaut, bin ohne Sattel gesprungen. Also natürlich mache ich das jetzt auch noch manchmal. Aber ja, da war halt einfach nie irgendwelcher Druck oder so. Und da bin ich auch meiner Mutter sehr, sehr dankbar für, dass ich da nie irgendwelchen Leistungsdruck, bis ich 13 war, hatte. Ich war nie groß erfolgreich oder so, wie ich auch eben erzählt habe. Meine beste Platzierung war irgendwie ein dritter Platz in einem E-Springen. Und wir haben das aber so sehr gefeiert immer. Wir haben wirklich eine Schleife in einem E-Springen mehr gefeiert als später irgendwelche L-Siege. Also da waren wir wirklich immer sehr, sehr froh und glücklich drüber und haben das alles extrem gefeiert. Ja, zusammengefasst war meine Zeit, bis ich 13 war, mit den Pferden wirklich schön und wirklich ohne irgendwelchen Druck. Und ja, haben viel Spaß gehabt zusammen. Und da bin ich auch wirklich, wie gesagt, sehr, sehr froh drüber, dass ich da einfach die Liebe zu den Pferden einfach so lernen konnte. Und ja, dann mit 13 habe ich mein erstes Professor-Pony, meinen allerbesten Waldi, bekommen. Den habe ich am 2.4.2011 bekommen und da ging dann das richtige Turnierreiten los. Also ab da ging es dann steil bergauf mit dem Dressurreiten und unter anderem konnten wir auch an der deutschen Jugendmeisterschaft teilnehmen, 2012 schon. Aber dazu gibt es dann im nächsten Video mehr Informationen. Also ab 13 werdet ihr im nächsten Video erfahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt ja mal erzählen, ob ihr auch so eine entspannte Ponyzeit hattet und auch so viel ohne Sattel geritten seid und auch so oft runtergefallen seid. Und ja, wenn ihr das nächste Video sehen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst und vielleicht auch mal auf meinem Instagram-Profil vorbeischaut. Da heiße ich Lilgro Ponys. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!